Hi, this is Per Gessle. Per Gessle von Roxette. Das Soloalbum. Ab sofort im Handel. Great, congratulations, Jonas. Congratulations, Jonas, ja. Ist Landsmann von Per Gessle. Per Gessle, klar, 50% des erfolgreichen schwedischen Duos Roxette. Die sind ja auch sehr populär wieder. Sie haben 3 Jahre Pause gemacht, kleine Babypause für beide. Also beide haben ein Kind bekommen, beziehungsweise die Frau von Per hat ein Kind bekommen lassen. Bekommen lassen, so könnte man das auch nennen. Sind zurzeit wieder am Start. Ihre aktuelle Single Wish I Could Fly, sehr erfolgreich. Das Album gibt es seit ein paar Tagen. Und Roxy hat heute Nachmittag die Gelegenheit, mit Roxette ein bisschen zu plauschen. Und da haben wir natürlich auch gefragt, was denn Per Gessle so überhaupt zu den Grammys meint. Yeah, I mean, it is an important theme. You have something called Echo here, right? Which is sort of the equivalent. Which I guess is very important for the German market. We have the Grammys in Sweden, which is very important. So, jetzt haben wir auch erfahren, dass es auch in Schweden Grammys gibt. Und Per Gessle sagte, ja, dieser Grammy ist für Amerika mit Sicherheit sehr, sehr interessant. Aber wir in Deutschland hätten ja auch einen Grammy, der bei uns Echo heißt. Und der wird von der Phono-Akademie in den letzten Jahren immer erfolgreicher vergeben. Und bald ist es ja auch wieder soweit. Anfang März, da werden die deutschen Echos vergeben. Und da wird es in dementsprechendem Maße auch ein großes Echo seitens der Künstler in Hamburg wieder geben. Denn dort wird er vergeben. Zwischen Grammy und Oscar passt immer noch.